zu Hause? Aber klar. Kann man das auf dem Bildschirm sehen? Ja? Ich glaube, wenn du kurz deine Hände in deiner Mutter. Wie viele von euch, die in diesem Raum sitzen, haben überhaupt schon mal einen Schwarzen gesehen? Nein, keiner. Der durchschnittliche Weiße denkt alle 6 Minuten an Sex. Aber an Sex mit einem schwarzen kein. Mann denkt er nur einmal im Jahr. Achso, das Spiel kann ich gar nicht im Sitzen spielen. Also wenn ihr privilegierten weißen Vorstadtjungs das nächste Mal denkt, dass Beethoven nicht schwarz war, dann schaut in den Spiegel. Ja, sucht euch einen Schwarzen aus und schreibt über ihn Aufsatz. Wollen wir das Spiel spielen, bei dem man so einen Turm aus Bauklötzchen baut und dann immer unten einen wegnimmt und oben drauf sitzt, bis der Turm umkippt? Du meinst Jenga? Naja, ich glaube zwar, es heißt Henga, aber wenn du die spanische Sprache vergewaltigen willst, mach ruhig weiter. Tut mir leid, ich muss einen Aufsatz für den Monat der schwarzen Geschichte schreiben und ich habe noch kein Thema. Wie wäre es mit George Washington? Er hat die Erdnussbutter erfunden. Aber natürlich! Erdnussbutter ist das Beste auf der Welt! Wenn ihr nicht den Eismond des Jupiter wäre es das Beste im ganzen Sonnensystem. Tolle Idee, Mom! Wenn mich jemand braucht, ich bin in der Badewanne und feiere. Warum soll ich jemand brauchen? Mit der Klappe, Klaus. Nur nach vorne gehen, nach vorne. Hey, hast du Lust auf eine Runde Jam? Ja. Das Spiel ist voll laut. Naja, es sei denn, du wirst ein bisschen schwinder machen. Nein, nein. Du magst doch Glücksspiele. Das schreibst du da drin. Ich dachte, du wolltest mich klar machen. Ich bin sicher, lass uns spielen. Hey, du müsstest längst im Bett sein. Nein, ich bin zu alt für eine feste Schlafenszeit. Wie oft habe ich dir das schon gesagt? Wenn Kinder weniger als 8 Stunden Schlaf bekommen, dann stoßen ihre Körper einen süßen Duft von Wehen aus und können wieder anlocken. Du musst mir jetzt eine Lüge erzählen, denn ich habe kein Kind mehr. Und ich brauche auch diese Kindersicherung fürs Internet nicht mehr. Jedes Mal, wenn ich eine Seite aufrufen will, kriege ich das. Warum suchst du nicht eine interessante schwarze Persönlichkeit aus? Dr. Daniel Williams, der die erste Operation auf dem Herzen vorgenommen hat. Der Kim Wallace, der glücklichste Mann im Showbusiness. Ja, ich bin alt genug, um zu entscheiden, über wen ich einen Aufsatz schreibe. Ich glaube, ich muss anfangen, dich wie einen Erwachsenen zu behandeln. Und jetzt drückst du die Zähne oder die Kobolde werden deine Mutter umbringen. Um den Mann zu kennen, muss ich den Mann probieren. Gib mir mal bitte eine Lupe. Sieh mal, die Nudelschnalle auf dem Erdnussbutter-Etikett. Das ist dasselbe Gewürz, wie das über den Kühlschrank steht. Das ist sogar auf der Nudelbrand Amerikas erster Erdnussbutter. Oder? Ich weiß nicht, Peanuts Molocke. Das ist das. Aber ich muss dir genauer an. Das ist immer komischer und komischer. Wir müssen diesem Geheimnis auf den Grund gehen. Ich bin raus. Nicht der Detective sein, denn das ist immer der Fall, wo die sich in einem Vergewaltigungsdelikt mit Mord verwandelt hat. Warum? Der Bruder hat die Erdnussbutter und erzählt das über 5 Seiten im Liebschaft. Da steckt mehr dahinter, Sir. Sehen Sie, jedes Glas Erdnussbutter hat das gleiche Symbol auf dem Etikett. Ich glaube, da gibt es so eine Art Spur. Das ist ja albern. Gib deinen Aufsatz ab oder leg mit der Konsequenz zu. Mir leid, Sir, ich werde dieser Spur nachgehen. Selbst wenn ich mit dem gruseligen Bibliothekar mit dem verbrannten Ohr sprechen muss. Steve Smith, ich schreibe einen Aufsatz über George Washington, aber auch ein komisches Symbol, das ich auf den Erdnussbuttergläsern entdeckt habe. Das ist vermutlich gar nichts, aber... Das ist eine ganz große Sache. Es wird Zeit, dass die Wahrheit an sich kommt. Ich bin schon frei. Keine Sorge, ich muss versuchen, es umzubringen. Ich bin nur ein betrunkener Autofahrer. Was ist denn passiert? Ich habe einen Termin mit dem Kurator. Der Kurator wurde erschlagen.
ist es nicht. Das hat er selbst gemacht. Er hat schlicht und einfach seine Kollegen verlassen. Er hat sich erhoben und hat eine Nachricht mit seinem eigenen Blut geschrieben. Von der Region des Elfen? Was soll das heißen? Ich sagte, was das heißt. Das heißt, wir suchen einen geilen Zwergwüchsigen, in der Safer Sex macht. Kommt schon, Männer! Moment, das ist ein Anagramm für Finde das Monokel. Meine selektive Dyslexie macht es endlich mal mit Sachen. Finde das Monokel. Arsemo bedeutet Eins. Und Kiel klingt so ähnlich wie Kiel. Ich suche also einen Hals. Doch, ich kann nicht nachdenken, wie ich nur so tief. Und frische, gramgenaue Zutaten. Direkt an deiner Haut. Entspanntes Kochen ohne anderen Stress. Einfach besser essen. Bestell jetzt auf HelloFresh.de. Wovon träumst du? Groß? Oder klein? Deinem ersten oder deinem nächsten? Egal, von welchem du träumst. Deutschlands größter Tatsache. Meine erste Zahnlücke war mein künstlichstes Zahnproblem. Mir wurde aber erst mit der Zeit bewusst, dass gesunde Zähne auch richtig Geld kosten. Mit der Zahnzusatzversicherung der Argo ist man aber auch alles gut. Die Tarifen müssen jedem passen. Reinigung oder Bleaching, sogar teure Kronen und Implantate übernimmt die Ergo bis zu 100%. Wenn Sie heute Ihre Zahnersatzversicherung bei Ergo abschließen, sparen Sie 6 Monate lang 50% des Beitrags. Einfach telefonisch oder auf ergo.de. Was ich liebe, die Kuchenbank zum Discountpreis. Ich mach meine Steuer nicht mit dir. Nur mit dem Testziel. Wieso Steuer? Unterstützung Warenpreis. Sehr. Mit diesem Steuer noch bis 31. Oktober die Steuer erledigen. Schnell kostenlos starten auf wieso-steuer.de. Dein Leben ist wie kein anderes. Google Pixel ist ein Schwert. Google Pixel ist ein Schwert. Es ist verletzt, was du sagen willst. Mit Live-Übersetzung. Erinnert dich an das, was dir wichtig ist. Mit Live-Übersetzung. Google Pixel hält so lange durch, wie du. Mit dem Leben. Dein Leben mit Pixel. Wenn du zockst, verlierst du mal los. Zockscheiße, was seid ihr denn hier? Du hast nichts, keine Miene verschoben. Ich werde verrückt. Du bist wieder da. Ich denke noch nach.
kannst keinen von oben runternehmen. Oh. Ich brauche noch einen.